Ja, liebe Freunde, bevor ich ein paar Takte zur folgenden Reaction sage, möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass morgen von 19 bis 20 Uhr memvienna.com wieder für eine Stunde geöffnet ist. Dazu ist auch ein Video auf dem Hauptkanal gekommen. Seid auf alle Fälle am Start. Die folgende Reaction ist eine Reaction aus meinem täglichen Stream. Ich hätte genug Material zur Verfügung gehabt, da wir ja jeden Tag 5 Stunden streamen. Allerdings weiß ich nicht warum. Ich habe das Gefühl, auch wenn das eine Reaction ist, in der ich einfach nicht viel sage, weil ich sprachlos bin, habe ich irgendwie das Gefühl, dass das die richtige Aktion ist, das richtige Video ist, und ich möchte auch denjenigen, der es gemacht hat und davon betroffen ist, supporten. Ich habe seinen YouTube-Kanal nochmal in der Infobox verlinkt, also schaut auf jeden Fall vorbei und lasst Support da. Eine sehr tragische Geschichte. Und jetzt viel Spaß mit der Reaction. Da, mit 23 Messerstichen ins Krankenhaus, mit Bildern. Gestört, oder? Vor 2 Jahren, 14. März, wurde ich mit 23 Messerstichen ins Krankenhaus gebracht. In diesem Video rede ich über meinen. Gestört. Vor genau 12 Tagen habe ich ein Video hochgeladen, in dem ich zum ersten Mal darüber gesprochen habe. Ja, das will ich eigentlich sehen. Absolut gestört, da, Meier. Oi, der Fuchs, stellt sich das mal vor. Da? Fuck, schon sehr gruselig irgendwie, oder? Ja, er wurde ja gestern nach der notärztlichen Versorgung am Tatort mit dem Hubschrauber nach Wien geflogen in einen Spital. Ah, ein Österreicher sogar. Tal. Dort wurde er notoperiert, er hatte ja auch einen Lungenstich und der war absolut lebensbedrohlich. Bisteppert. Servus, mein Name ist Michi und heute, am 14. März, genau vor 2 Jahren, wurde ich niedergestochen. Mit 23 Messerstichen kam ich ins Krankenhaus und durch eine medizinische Meisterleistung habe ich überlebt. Er wurde von seinem Bruder niedergestochen? Was? Woran schon so viele andere vor mir gestorben sind. Aus gegebenem Anlass dachte ich mir, ich lasse für euch noch einmal alles Revue passieren und rede zum ersten Mal in einem Video darüber, wie es war, beinahe zu sterben. Org, wirklich org. Der Tag, an dem ich niedergestochen wurde. Setzen wir zunächst einmal die Szene. 2018. Ich war gerade noch so 17 Jahre alt und ein ziemlich durchschnittlicher Kerl. Ich war in meinem Abschlussjahr und hatte sogar eine Freundin, mit der ich in einer wunderschönen Beziehung war. Einen Tag bevor das alles geschah, am 13. März, habe ich mich mit ihr in unserem Lieblingsort getroffen. Eine Au zwischen unseren Wohnorten. Ich erinnere mich noch genau daran, dass es ein unfassbar windiger Tag war. Und dort habe ich dieses Bild geschossen. Man kann es zwar nicht sehen, aber während ich es gemacht habe, hat sie mich von hinten umarmt. Was dem Ganzen einen bittersüßen Beigeschmack gibt, wenn man dran denkt, dass wir heute nicht mehr zusammen sind. Warum ich euch das erzähle? Nun, weil dieses Bild für mich einen unfassbaren emotionalen Wert hat. Ich habe es noch heute als Hintergrundbild auf so ziemlich jedem Gerät, das ich besitze. Dieses Foto bedeutet einfach alles für mich, denn es ist das letzte Bild, das ich vor dem Vorfall vor 2 Jahren aufgenommen habe. Boah, da krieg ich Gänsehaut, Freunde. Puh. Und es zeigt mir immer wieder, dass das Leben doch irgendwo lebenswert ist. Doch kommen wir nun zum 14. Org, ABC, du hast ihn im Krankenhaus gesehen? März. Es muss ein Mittwoch gewesen sein, denn meine Mutter musste an diesem Tag, so wie jeden Mittwoch, länger arbeiten. Ich habe mich kurz nach 12 dazu entschieden, von der Schule heimzufahren und nicht noch eine Stunde auf meine Freundin zu warten und anschließend etwas mit ihr zu unternehmen. Im Nachhinein wohl die beste Entscheidung meines Lebens, sonst hätte es vielleicht noch meine Mutter getroffen. So wie jeden Tag kam ich heim und zog meine Schuhe aus. Meine dicke Weste behielt ich glücklicherweise an, da ich noch Müll von oben holen und hinaustragen wollte. Ich stieg die Treppe empor und als ich am Zimmer... Einfach zu Hause vor seinem Bruder, wie gescheit ist das? ...meines Bruders vorbeiging, begrüßte ich ihn. Keine Antwort. Er stand direkt in der Tür und als ich ihn ansah, merkte ich, dass irgendwas nicht stimmt, denn sein Gesicht war monoton, ja geradezu ausdruckslos, weshalb ich ihn fragte, ob alles... Willkommen in der Armee, Todesstern. Puh, mit dem Namen bist genau richtig. ...okay sei. Erneut keine Antwort. Wie sich später herausstellen sollte, wegen seiner psychischen Erkrankung. Hier geschah es nun, dass er mir mit einem der beiden Messer, die er in Händen hielt, einen Stich in den Bauch versetzte. Und so dumm das jetzt vielleicht klingt, habe ich gar nicht daran gedacht, dass es ein Messerstich war. Es hat lediglich etwas gepiekst und so dachte ich, dass er mich gezwickt hat. Jeder mit einem Bruder wird wissen, was ich meine. Es wirkte nicht wie eine aggressive Geste, sondern eine brüderliche Begrüßung, von der ich mich so erschreckt habe, dass ich 1,5 Meter nach hinten auswich. Erst als er dann mit 2 Messern begann, auf mich einzustechen, wurde mir klar, dass das hier ernst war. Oh mein Gott. An seinem komplett emotionslosen Ausdruck im Gesicht konnte ich erkennen, dass es nichts bringt, ihn bitten aufzuhören. Und so versuchte ich zunächst in mein Zimmer zu laufen, um von dort aus Polizei und Rettung zu rufen. Wahnsinn. Problematisch dabei war, dass er mir währenddessen mehrmals in den Rücken stechen konnte. Wahnsinn. Und die Tür zu meinem Zimmer nach innen aufgeht, weshalb er sie wesentlich leichter aufbekam, Scheiße. Als ich sie schließen konnte.
und so flog ich durch die Wucht, mit der er sich dagegen warf, einen Meter zurück in meinen Sitzsack, wo er dann begann, weiter auf mich einzustechen, Scheiße. Während ich mich mit Händen und Füßen gewehrt habe. Oh mein Gott, wie arg ist das? Weshalb ich auch am ganzen Körper Stichwunden davongetragen habe. Es gelang mir nun, ihm mit meinem Lebensretter hier, einem Standventilator, eine zu verpassen, wodurch ich gerade so aufstehen und zu fliehen beginnen konnte. Ist das das? Ja, aber das ist nicht das Ding, was er damals anhatte, oder? Einziges Problem, ich war verwundet und er viel schneller als ich, was ihm erlaubt hat, mir den ganzen Weg zur Haustür über in den Rücken zu stechen. An eben dieser war es, dass ich zwei Stiche wirklich gespürt habe. Die beiden, die meine Rippen gebrochen und meine Lunge getroffen haben. Gemeinsam fielen wir aus der Haustür und ich warf mich die Stufen hinunter, um von ihm wegzukommen. Alter. An diesem Zeitpunkt wurde mir klar, dass es das für mich gewesen sein muss. Die gesamte Ortschaft war leer, außer ein paar Bauarbeitern, die ein paar hundert Meter weiter wegen des Krachs der Maschinen rein gar nichts mitbekommen hatten. Doch wie durch ein Wunder entschied sich mein Bruder nicht dazu, das, was er begonnen hat, zu Ende zu bringen, sondern stand auf, betrat wieder das Haus und überließ mich quasi mir selbst. Wahnsinn! Falls es euch interessiert, er benutzte den Hinterausgang und rief in einem Feld die Polizei, der er sich auch selbst stellte. Laut eigener Aussage weiß er nicht, was passiert ist, doch das Blut an ihm und die Verletzung, die er sich zuzog, als er bei einem Stich abrutschte, verrieten ihm, dass etwas nicht stimmen kann. Alter. Kleiner Fun Fact: Die Polizei hat ihn erst einmal ins Krankenhaus gebracht und eine Schulfreundin von mir, die dort auch war, hat ihn erkannt und sich gewundert, warum mein Bruder von der Polizei begleitet ins Krankenhaus gebracht wird. Sie hat sich aber gar nicht ausmalen können, was zu diesem Zeitpunkt bei uns daheim gerade geschehen ist. Aber zurück zu mir. Ich schaffte es unterdessen aufzustehen und hatte an dieser Stelle nur einen Gedanken. Ich will meine Freundin wiedersehen. In diesem Moment war mir nichts wichtiger, als nicht ohne ein letztes "Ich liebe dich" abzukratzen. Oh mein Gott. Mit meinem Handy wollte ich erst sie und dann die Rettung anrufen. Was? Doch durch das ganze Blut, das auf den Bildschirm floss, war es recht nutzlos. Scheiße. Und so rief ich um Hilfe und begann auf die Baustelle zuzutorkeln. Nein. Hier haben die Schmerzen dann begonnen reinzukicken. Und was noch viel unangenehmer war, meine Lunge begann durch die zwei Lungenstiche zu kollabieren. Ja, da kriegt er keine Luft mehr. Bei jedem Atemzug hörte ich ein Quietschen, weil die Luft direkt wieder aus meinem Brustkorb entwich. Das Ganze war ein unvergleichlich unangenehmes Gefühl. In der Einfahrt meiner Nachbarin von gegenüber, die knapp 200 Meter entfernt... Das siehst einfach immer noch die Blutflecken, seht ihr das? Da die Blutlache. ...und war, haben mich dann sowohl einige Menschen aus meinem Ort als auch die Bauarbeiter gehört und kamen mir zu Hilfe. Recht lustig daran ist, dass sie erst dachten, ich hatte einen Fahrradunfall, weil ich so blutüberströmt war. Gemeinsam riefen sie jedenfalls die Rettung und drückten auf die Wunden, damit ich nicht noch direkt vor Ort verblute. Und ich sage es euch, die 10 Minuten, die ich hier warten musste, waren die längsten 10 Minuten meines Lebens. So arg, dass der das einfach überlebt hat. Unfassbare Schmerzen, es wurde immer schwerer zu atmen und mit jeder Minute spürte ich zunehmend den Blutverlust. Um ehrlich zu sein, war das Gefühl des Sterbens, abgesehen von den Schmerzen und meiner Atemnot, gar nicht so schlimm. Es war wie ein Kribbeln und eine Taubheit, die von meinen Armen und Beinen immer höher kroch. Nach knapp 10 Minuten kamen dann auch schon Rettung und Notarzt an und haben sich super um mich gekümmert. Lediglich auf Schmerzmittel musste ich noch warten, bis sie genau wussten, was ich hatte. Die Rettungssanitäter waren ziemlich coole Leute, mit denen ich auch noch Kontakt hielt, nachdem ich aus dem Krankenhaus raus war. Besonders genau erinnere ich mich an Spike, der Holländer ist, mit dem ich es irgendwie geschafft habe, Witze zu machen, bis ich dann vor Ort eine Narkose gestört. Und Notoperation, der hat noch Witze gemacht einfach. Operation samt Lungendrainage erhielt, bevor man mich mit einem Heli ins Krankenhaus brachte, wo die Ärzte meine Wunden versorgten. Tja, habe ich überlebt? Und wie ging es im Krankenhaus weiter? Das alles erzähle ich euch vielleicht in 12 Tagen, an meinem Geburtstag, an dem ich vor 2 Jahren entgegen dem Anraten der Ärzte das Krankenhaus wieder verlassen habe. Okay. Bis dahin wünsche ich euch noch schöne Corona-Ferien. Ciao! Das war erst vor kurzem, dass er das hochgeladen hat, am 14., 2 Tage vor meinem Geburtstag. Boah, was soll ich sagen? Mir ist jetzt fast ein bisschen schlecht, Freunde. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Absolut gestört, absolut gestört. Ich würde sagen, wir schauen noch irgendwas. Ich bin gerade ein bisschen geschockt. Es gibt noch einen zweiten Teil, den will ich mir aber jetzt ganz ehrlich, ich will mir den jetzt nicht mehr anschauen.